Ich bin schon gespannt, Meister Natürlich Dorak. kann ich euch nicht die ganze Geschichte unseres Ordens erzählen. Die Jedi gibt es schon seit Abertausenden von Jahren. Wir sind so alt wie die Republik selbst. Aber ich will vor etwa 40 Jahren beginnen, beim Krieg von Exar Kun. Wie Malak und Revan war auch Exar Kun ein Jedi, der der dunklen Seite verfiel. Er führte eine ganze Armee gegen die Jedi und die Republik. Exar Kun wurde schließlich besiegt. Doch durch den Krieg waren die Republik und unser Orden erheblich geschwächt. 20 Jahre lang versuchten wir, die Wunden zu heilen, die der schreckliche Konflikt geschlagen hatte. Wir hören uns das, glaube ich, nochmal an. Was hat das mit Revan und Malak zu tun? Geduld. Alles zu seiner Zeit. Ihr werdet feststellen, dass die Geschichte ein fein gesponnenes Netz aus verschiedenen Handlungssträngen ist. Und keinen davon kann man ohne den entsprechenden Kontext richtig begreifen. Vor 20 Jahren begannen die Mandalorianer damit, kleinere Welten im Outer Rim zu erobern. Wohl wissend, dass die Republik immer noch geschwächt war. Doch sie suchten sich sorgfältig immer Welten aus, die außerhalb der republikanischen Gerichtsbarkeit lagen. Nach hitzigen Debatten beschloss der Senat, nicht einzugreifen. Solange die Mandalorianer sich auf Planeten beschränkten, die nicht direkt Mitglied der Republik waren, würde es keine Vergeltung geben. Aber schließlich wurden wir in einen Krieg verwickelt. Die Mandalorianer bereiteten sich auf einen massiven Angriff vor, indem sie Ressourcen von den eroberten Welten horteten. Vor 7 Jahren dann starteten sie simultane Angriffe in 3 verschiedenen Sektoren der Republik. Der Senat hatte keine andere Wahl, als mit der gesamten republikanischen Flotte zurückzuschlagen. So begannen die Mandalorianischen Kriege. Gut, haben sich die Jedi ebenfalls beteiligt? Die Republik bat den Rat der Jedi-Ritter um Hilfe. Aber es gab viele Faktoren zu bedenken, bevor wir uns wieder in einen weiteren Konflikt hineinziehen lassen wollten, so kurz nach dem Krieg gegen Exar Kun. Während der Rat der Jedi Geduld predigte, gab es aber etliche unter uns, die es kaum erwarten konnten, in den Kampf einzugreifen. Besonders 2 junge Ritter verlangten sofortiges Handeln, Revan und Malak. Sie versammelten viele gleichgesinnte Jedi um sich und schlossen sich gegen den ausdrücklichen Wunsch der Meister der republikanischen Flotte an, die gegen die Mandalorianer kämpfte. Revan war ein brillanter militärischer Anführer, und die Flotte der Republik fing an, einen Sieg nach dem anderen zu erkämpfen. Vor 4 Jahren haben die Mandalorianer dann bedingungslos kapituliert. Revan traf also die richtige Entscheidung. Niemand leugnet, dass Revan eine der Schlüsselfiguren beim Sieg über die Mandalorianer war. Aber irgendetwas ist da draußen im Outer Rim geschehen. Statt nach Kriegsende zurückzukehren, flogen die Schiffe unter Revans Kommando weit in den unerforschten Weltraum hinaus. Angeblich, um nach letzten Überresten der mandalorianischen Flotte zu suchen. Der Kontakt mit den Schiffen brach ab. Und viele Monate lang glaubte jeder, dass eine entsetzliche Katastrophe die gesamte Flotte ausgelöscht habe. Man hielt Revan und seine Leute für tot. Es gab allerdings immer wieder unbestätigte Gerüchte, dass Revan und Malak auf verschiedenen Planeten gesehen worden waren. Vereinzelte Meldungen, die nie bestätigt wurden. Wohin sind sie verschwunden? Vielleicht sind sie einfach nur weit über die Ränder des republikanischen Raumes hinaus vorgestoßen. Vielleicht haben sie auch unbekannte Hyperraumrouten zum Ende der Galaxis entdeckt. Niemand kann das mit Bestimmtheit sagen. Vor 3 Jahren dann kehrten Revan und Malak zurück an der Spitze einer gewaltigen Invasionsflotte. Revan hatte sich den Titel Sith Lord zugelegt. Aus dem Helden war ein Eroberer geworden. Wo hatte Revan die Schiffe für die Flotte des Sith her? Meine Aussprache ist momentan echt im Arsch. Einige der Schiffe in der Sith-Flotte gehören zu denen, die unter Revans Kommando in den Mandalorianischen Kriegen gekämpft haben. Aber viele andere sind von einer völlig fremdartigen Bauart, die wir noch nie gesehen haben. Die Herkunft dieser riesigen Flotte gehört zu den vielen Dingen, die wir uns bei den Sith nicht erklären können. Es scheint unmöglich zu sein, sie in so kurzer Zeit zu bauen. Aber wir können ihre Existenz ja wohl kaum leugnen. Die Herkunft der Sith-Soldaten hingegen ist leider viel leichter zu erklären. Der Kern bestand ursprünglich aus den ehemaligen Soldaten der Republik, die unter Revan gedient hatten. Mit jeder Eroberung strömten Massen von Freiwilligen zu ihm und vergrößerten seine Armee. Sogar viele unseres Ordens haben uns verraten. Verführt von den Sith, die ihnen Reichtum und Macht versprochen haben. Was geschah dann?
Zwei Jahre lang waren die Sith so gut wie unbesiegbar. Glücklicherweise konnte die Republik dank Bastila und ihrer Kampfmeditation ein paar Schlüsselsiege erringen und so den Gesamtsieg der Sith verhindern. Vor lauter Verzweiflung haben wir dem dunklen Lord dann eine Falle gestellt. Bastila gehörte zu dem Einsatzteam, das versuchte, Revan gefangen zu nehmen. Aber das wisst ihr wohl schon. Sie war bei Revans Ende dabei. Das war vor fast einem Jahr, aber seitdem hat sich die Lage nicht verbessert. Malak hat das Kommando und auch den Titel des Dunklen Lords übernommen, obwohl er bei Strategie und Taktik längst nicht an Revan herankommt. Aber trotzdem wächst seine Flotte ständig weiter. Wenn wir nicht bald einen Weg finden, die Sith aufzuhalten, wird uns Malak einfach mit seiner gewaltigen Übermacht zerquetschen. Das ist nicht gut. Was kann ich aus Revans Geschichte lernen? Revans Geschichte zeigt, dass selbst die größten Jedi-Ritter der dunklen Seite verfallen können. Ihr müsst immer auf der Hut vor dem Bösen sein, das in euch existiert. Prägt euch diese Lehre gut ein. Dankeschön. Ich werde darüber nachdenken, Meister Dorak. Möge die Macht mit euch sein. Jo, haust da rein. Boah, ich hoffe, dass ich mich jetzt noch an das Zeug erinnere. Boah. Hier, es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Dann Frieden, dann kommt Wissen. Obwohl, ich schreibe mir das mal auf, glaube ich. Habe ich hier irgendwo einen Zettel? Ich muss doch irgendwo... Da! Ah, das ist ein Zettel. Also, wir machen mal hier so ein Raster. Gefühle deutet Frieden für das Rätsel. Unwissenheit bedeutet Wissen. Wow. Und Leidenschaft ist das nächste, ne? Ja. Leidenschaft bedeutet Gelassenheit. Beziehungsweise, das wird darauf entgegnet. Kein Chaos, sondern nur Harmonie. Harmonie, kein Tod, sondern nur die Macht. Alles klar. Dazu noch ein wunderschönes Smiley und alles ist gut. Okay, auf zum Prüflingsboss. Aus irgendeinem Grund ist die Schrift hier so fett. Na, okay. Hi. Mir gegrüßt. Ja, ich bin da. Ja, ich weiß. Diese Tests soll zuerst werden. Ihr müsst nun beweisen, es gibt keine Gefühle. Frieden. Es gibt keine Unwissenheit. Wissen. Es gibt keine Leidenschaft. Gelassenheit. Es gibt kein Chaos. Harmonie. Es gibt keinen Tod. Nur die Macht. Ihr habt eure Lektion gelernt, Schüler. Es wird nicht mehr lange dauern, bis ihr zu einem vollen Mitglied unseres Ordens werdet. Doch zuerst müsst ihr die zweite Prüfung bestehen und mehr über den wertvollsten Besitz eines Jedi lernen. Das Symbol unseres Ordens, das Laserschwert. Das Laserschwert ist in unserem Orden eine traditionelle Waffe. Es ist ein Symbol der Fertigkeiten, der Entschlossenheit und der Autorität eines Jedi. Jedes Laserschwert ist so einzigartig wie der Jedi, der es führt. Die Klinge besteht aus reiner Energie, die durch polierte Kristalle im Heft fokussiert wird. Der zweite Test besteht darin, dass der Jedi sein Laserschwert mit eigenen Händen fertigt. Und jetzt ist eure Zeit gekommen. Sprecht mit Master Dora. Er wird euch erklären, wie ihr einen Kristall auswählt. Okay, sehr gut. Was mir eben noch eingefallen ist, ich könnte ja noch mal so ein bisschen weiterspinnen. Der Typ hier, der Dorak, der will uns ja nicht mehr erzählen. Dann erzähle ich mehr zu Exakun. Und zwar Exakun hat sich dann nämlich schlussendlich, also als Armee hat er die Masassi benutzt, die einheimische, damals noch einheimische Spezies von Yavin 4. Und die wurde bei diesem Kampf komplett ausgelöscht. Das heißt, die Masassi waren danach ausgerottet. Und das lag unter anderem daran, dass Exakun
unsterblich werden wollte und dadurch seine Seele an ein Tempel auf Yavin 4 übertragen hat. Und dabei sind halt alle Massassi, die ihm bei dem Ritual geholfen haben, draufgegangen, was mal so ziemlich alle waren. Und seitdem ist er sozusagen unsterblich, aber er lebt nur noch als Geist in diesem Tempel. Und das ist übrigens auch der Tempel, in dem später Luke Skywalker mit seinem neuen Orden der Jedi einzieht. Und da gibt es auch Bücher, glaube ich, ja, Bücher, die davon berichten, dass der Herr Exar Kun dann da zu manchen Schülern spricht und sie auf den falschen Weg führt. Gut, aber Dorak, jetzt erstmal zu dir. Ah, ihr seid also auf Geheiß von Master Zar gekommen, junger Schüler. Ihr seht Ja. Großes in euch, genau wie ich. Es ist an der Zeit, dass ihr die Farbe eures Laserschwertes wählt. Diese Farbe spiegelt zugleich eure Haltung und eure Position innerhalb des Ordens wider. Welche Farbe gibt es? Blau ist die Farbe der Jedi-Hüter. Diese Jedi kämpfen gegen die Mächte des Bösen und der dunklen Seite. Sie legen ihren Schwerpunkt auf das Kampftraining und den Gebrauch der Laserschwerter. Gelb ist die Farbe der Jedi-Wächter. Sie verfolgen Unrecht und Verrat und bringen sie ans Licht. Sie legen weniger Wert auf ihr Kampftraining als auf andere Fähigkeiten. Grün ist die Farbe der Jedi-Gesandten. Sie versuchen, das Universum im Gleichgewicht zu halten, verhandeln und vermitteln zwischen anderen Gruppen. Sie benutzen ihre Macht, um Konflikte zu beenden und den Frieden zu wahren. Oh Gott, wie war das jetzt nochmal? Hüter, war das Ding mit Blau? Bitte. So. Nun, wir werden sehen. Ich werde euch jetzt ein paar Fragen stellen und eure Antworten werden uns verraten, zu welchem Pfad ihr am ehesten neigt. Eine Das ist Frau gut. mit einem kleinen Kind wird von einer Horde bewaffneter Banditen bedroht und sie schreit um Hilfe. Was tut ihr? Schläge angreifen. Ich möchte den Klopp-Heini haben. Ich möchte einfach auf Nahkampf gehen. Ah ja. Gut, dann weiter mit der nächsten Frage. Ihr kämpft gegen einen dunklen Jedi, der sich mit den Sith verbündet hat. Es gibt eine kurze Kampfpause. Was tut ihr? Erneut angreifen. Ja, das dachte ich mir schon. Nun zur nächsten Frage. Ihr steht vor einer verschlossenen Tür. Euer Ziel befindet sich dahinter. Was tut ihr? Tür einschlagen. Bam. Ich glaube, da zeichnet sich langsam ein Muster ab. Ich Ganz denke, ich langsam. weiß schon, welcher Weg für euch der richtige ist. Ja, ich Aber auch langsam. zunächst noch die letzte Frage. Ihr Alles leitet eine klar. Enklave auf einer umkämpften Welt. Die dunklen Jo. Jedi haben die Welt infiltriert und stiften Unruhe. Was tut ihr? Ja, ich würde sagen, sie zur Strecke bringen. Ja, das dachte ich mir schon. Wie ich Ich auch. vermutet habe, eignet ihr euch am besten für den Weg des Jedi-Hüters. Welche Farbe und welcher Lebensweg würde wohl am besten zu euch passen, Schüler? Ja, blau, der Weg des Jedi-Hüters. Ich hätte zwar ganz gern lieber gelb, aber es geht hier mehr darum, dass ich kein Wächter sein will. Gut, wir nehmen blau. Hier habt ihr einen blauen Kristall für euer Laserschwert. Geht noch einmal zu Master Zar. Er wird euch erklären, wie man ihn einbaut. Alles klar, sehr gut. Was? Level up oder was? Okay. Fähigkeiten? Heilen. Ganz einfach. So, Talente. Wir bekommen Waffenkenntnis, Laserschwert, Jedi-Verteidigung, Machtsprung, Jedi-Sinne und Machtempfänglichkeit. Okay. Das haben wir dann hier, ne? Was ist denn der Machtsprung? Laserschwert erforderlich. Wenn die Diplomatie versagt, gilt es schnell und entschlossen zuzuschlagen. Gegnern Reichweite mit seinem Laserschwert kann er den... Was? Attackiert der Jedi einen Gegner in Reichweite mit seinem Laserschwert, kann er den Abstand zu seinem Widersacher mit mehreren Sprüngen und Rollen in Sekundenbruchteilen überbrücken. Das Talent wird automatisch eingesetzt, wenn der Jedi ein Laserschwert in der Hand hält und ein Gegner in mehr als 10 Meter Entfernung mit einem Standard-Nahkampfangriff attackiert. Allerdings darf nichts in die Sicht auf den Gegner versperren. Hinweis: Der Einsatz eines Talentes oder eines Spezialangriffs hebt diese Fähigkeit auf. Okay, das heißt, wir müssen mit normalen Attacken anfänglich angreifen. Okay. Meister duellieren. Nee. Wo ist denn... Ich will Machtempfänglichkeit. Wo ist denn... Was? Bla bla bla. Das Talent ist immer aktiv und verbessert den Verteidigungswert des Jedis um 2 Punkte. Nicht schlecht.